Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Kettle und Cops. Ich werde jetzt den Anhänger abhängen. Arm und so, total. Und die Seeeinheit anhängen. Um zu sehen, was drin ist. Das wäre mal interessant. Dann würden wir zum Dings fahren. Zur Genossenschaft. Und uns da schon mal eindecken mit Saatgut und Dünger. Ich glaube, wir sind nicht optimal. Ja. Auch hier muss man rückwärts fahren, die Bremse nutzen, ne? Ich habe aktuell zwar eine Kackfalle da, funktioniert aber so nicht. So, dich daran. Zack. Bremse. So, was haben wir drin? Wir haben Weizensaatgut. Ich meine, gut. Ist im Grunde egal, ob wir Roggen oder Weizen haben. Ist, glaube ich, vollkommen egal. Müsste höchstens den Weizensaatgut entleeren, das können wir machen. Machen wir den Saatgut leer. Da kaufen wir uns die ersten Weizengut. Ein bisschen Abwechslung soll schon sein, ne? Wenn man das macht, vielleicht keinen großen Unterschied aus, aber ich weiß es nicht. Aber viel Geld mehr verdienen wir mit, wenn wir mit Gerste auch nicht. Das habe ich dann sowieso vergessen. Nö, ich war zu schnell. Mal schauen, ob ich den leer kriege, ne? Das muss man dazu sagen. Ich habe ja hier rechts zwei Lager. Und zwar das Dünger. Mal gucken, ob wir hier unsere Saatgut auskriegen. Nur Dünger. Ein bisschen weiter. Jetzt kriegen wir, glaube ich, auch unser Saatgut leer. Nö. Ja. Entladen. Wir haben hier zwei Einheiten. Einmal Dünge. Und einmal sicherlich Saatgut. Kann man so nicht sehen. Wenn ich aussteige, wird es aufhören. Rechts müsste dann passiert Saatgut sein. Und ob draußen das aufgehen würde mit den Paletten, wo Paletten sind, das weiß ich jetzt nicht. Anfangs ging es mal. Ne? Updates kommen auch immer Änderungen. Und diese Gruppeinheit kann nicht so tief. Naja, obwohl, wir haben auch Teller dabei und wir müssen zinken. Aber laut Beschreibung war 7 cm gewesen und das ist doppelt wenig, um auch komplett ohne Teller auszukommen, ne? Um die alte Getreide zu, ja, vernichten nicht, aber muss er halt, Strom muss ja eingearbeitet werden in der Erde, damit es verrotten kann. Würde es vielleicht auch bis im Frühling verrotten, aber jetzt im Herbst dauert das doch ein bisschen zu kurz. Frühling könnte man vielleicht einmal mit ja, mal schauen, ob wir Gülle oder Dings kriegen. Eine Gülle haben wir ja nicht im Lager, sondern vielleicht Gärreste oder Teerschlamm, ne? Das ist eine Stickstoffeinheit. Den Dünger lassen wir drinnen mit 14-14. Also 15-15, also Kalium, Phosphor und Stickstoff. Da wird man gleich mal schauen. Wir müssen jetzt zu unserer Genossenschaft kommen. Ja, das ist hier, wie soll ich sagen, das
Ernährungsfunktion geben müsste eigentlich normalerweise, ne? Irgendwie, dass man einen Vorratsbehälter entleeren kann, ne? Das muss ja gehen. Was hier noch fehlt, dass die Schläuche nach vorne gehen, ne? Irgendwo muss das Getreide ja Richtung Einheit der Aussaat, ne? Aber gut, hoffen wir, dass es die Entwicklung da ist. Es gab ja das große Weihnachts-Update, ich glaube, das ist 4 Wochen her. Vielleicht planen wir was Größeres, man weiß ja nicht, ne? Ja, keine Meldung deswegen vernommen. So lange dauert, hätte ich nur gesagt, okay, machen wir über Weizen. Ne? Da ist es doch hier: Feststoffdünger, NPK, Stickstoff, Phosphor, Kalium, jeweils zu 15%. Also, unserem Feld eigentlich ganz gut noch. Das können wir noch gebrauchen. Wahrscheinlich. Würde ich nicht viel mehr düngen müssen, ne? Also es kann sein, dass es bis zum Frühling, naja, mal schauen, was der Boden, was die Pflanzen so brauchen im Winter, ne? Wachsen ja nicht mehr viel, aber wächst schon noch ein bisschen, ne? Und wenn eine Pflanze wächst, braucht ihr auch Nährstoffe. Im Grunde ist es so, die Sachen, die man wegfährt, das kann man mehr oder weniger genauso rechnen. Und das muss dann wieder zurück, ne? Soll wohl im Stroh viel Kalium drin sein. Das heißt, das haben wir ja komplett dagelassen. Wir müssten wahrscheinlich Kalium gar nicht mehr groß anwenden. Aber können wir ganz kurz reinschauen. Und zwar Fahrzeuge. Ich sage es, also viel gedüngte Fläche, ne? Das zählt immer doppelt, ne? Hafner mit 30%. 50 brauchen wir, um da entsprechend was kaufen zu können. So, Besitz. Das Feld 4 ist das kleine. Das Feld 3 ist das große, aber das erste Kampf haben. So, danach wäre Kalium bisschen notwendig. Bisschen. Gegruppert ist zu 100%. Tiefenlockerung immer vor einem Jahr mit 50%. Oberflächenfeuchte 0. Ja, Wachstum ist 0,02. Die Ränder sicherlich, ne? Gut, hoffen wir, dass es da fehlt über was, ne? Oder hier, da kann man sehen, wo ich anfangs die Einzelabteilungen gemacht habe, ne? So, gut, okay, das ist mal klar. Dann werden wir mal losfahren, ne? Zum zur Genossenschaft. Dann fahren wir einmal hier links. Gehen wir innen drinne. Innen drinne ist gut, ne? Aber nach vorne, ne? Nach vorne. Kann nicht nur so rumgehen. Das kann sein, ich hab mir. Das lässt sich ja nicht im eigenen Kreis drehen, ne? Das ist ja klar. Wenn man so rumgeht, guckt. In der Theorie geht es nicht, aber praktisch im Spiel wäre es theoretisch, wenn man es wollte, könnte man es einstellen. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja, geht ja auch ein bisschen um Realismus und da ist es schon interessant zu sehen, wie weit kann man sich beim Rückwärtsgucken eigentlich umdrehen. Ne? Kein KI-Fahrzeug gesehen, ich habe nicht deaktiviert, ne? Ja, die kreuzen immer auf. Wie gesagt, ich muss immer sehen, die ganzen Sachen kaufen. Zurück zum Hof und da ja wir erst August haben, Ende August war, aber für die Aussaat ist zu früh. Das würde zu weit wachsen und dann wäre das im Winter nicht so gut. Wieso ist da genau ein Schornstein? Ein Auspuff.
Das ist ja ungünstig, ne? Das sind halt die älteren Geräte, ne? Das ist ja halt so, ne? Die hat man sich da keine großen Gedanken gemacht, glaube ich. Wo die Traktoren entwickelt wurden, oh, ein KI-Fahrzeug. Da wird man sicherlich. So, würde ich sagen. Da war halt der Straßenverkehr noch nicht so stark, ne? Wie heute. Heute hat ja im Grunde jeder ein Auto, das war ja anfangs Luxus, nicht wie viele, ne? Ist heute auch noch Luxus, aber ein Auto kann im Prinzip fast jeder kaufen, auch wenn es gebraucht ist. Man kann Glück haben, man kann auch Pech haben, ne? Also wegen Schrott. Da ist der Lohnunternehmer. Die müssen weiter. Ja, die weiße Elster. Ob die überhaupt Schiffe fahren kann, glaube ich eher nicht. Die Elbe ja, und weiße Elster. Wenn nur ein kleines Stück vielleicht, ne? Also das kann schon sein, dass sie ein Stück ausgebaggert haben, damit die Flussschifffahrt da und da hinfahren kann, ne? Das könnte schon sein, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Kleine Flüsse sind eigentlich immer. Na, die Reifen sind ganz schön tief drin, ne? Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Ich glaube, den richtigen Weg. Da oben das Symbol muss schon passen. Man kann ja auch automatisch hinfahren lassen, den Punkt vorher markiert, ne? Ja, die Karte. Da kommt man da auch hin, ne? Automatisch. Ey, da ist sogar ein Tachozeichen dran. Ne? Fällt mir jetzt gerade auf. Aber man kann die Zahlen nicht erkennen. Das ist einzig. Das ist kein Manko, das ist ein Manko. Denn wenn ich hier 50 fahren darf, ne, dann muss man hier nicht mehr rasen. Ne? So, machen wir weiter. Hier war ja der Händler, glaube ich. Tankstelle. Wir haben am Hof getankt. 1,09 Euro. Muss ich sagen, heute war am Preis 1,04 Euro, 1,05 Euro um den Dreh. Diesel. Super, ist ein bisschen teurer, 15 teurer ungefähr. Aber die Preisschraube wurde schon gedreht gegenüber vor Weihnachten. Ne? Aber gut. Das sind wir gewohnt, ne? Dass die Preise anziehen können. Das ist die berühmte Inflation. Der Dollar ist weniger wert, die haben zu viel gepumpt aus nichts. Das wirkt sich auch ein bisschen aus auf den Spritpreis, weil Dollarpreis ist ja die Währung, wo das Öl gekauft wird, und wenn das Geld weniger wert ist, dann halt das Produkt halt mehr teurer. Ne? Also die Wirtschaft läuft ja deswegen nicht besser. Hier ist der Lohnunternehmer. Junge, bin ich wieder auf dem verkehrten Ast? Gibt's doch gar nicht. Ich weiß, die Genossenschaft war im Prinzip eine Ortschaft. Muss ich mal schauen. Jetzt muss ich gucken. Nutzt alle nichts. Bremse. Hier. Noch ein Feld dürfen nicht gehen, dann klicken wir uns da hin. Das ist der Hafen. Ja. Jetzt kommen wir nicht.
Also große. Befinde mich, keine Ahnung. Das sind unsere beiden Felder. Das sind im Prinzip die Straße gefolgt und waren da. Wollen wir hier rausgehen? Nun. Gehen hier wieder rein. Das wollte ich gerade nicht. So. Stadion, das ist hier oben, ne? Da können wir hier ein bisschen größer machen. Ein bisschen kleiner. Tierhändler. Da ist der Hafen. Unser Feld. Klärwerk. Jo, unten ist das irgendwie, da oben bin ich. Gut, dann würden wir die Straße rechts erfahren. Wahnsinn. Komplett verkehrte Ende gefahren. Aber wie gesagt, hier im Straßensystem hier komme ich noch nicht zurecht. Ich weiß, was jetzt unser Feld ist, unser Hof. Und zwischen Hof und Händler und Hafen war auch ziemlich einfach. Vom Feld zum zur Landschaft auch leichter. Hätte vielleicht so fahren sollen, ne? Da beim Kreisverkehr wieder rechts. Ja, ja. Blinker habe ich hier nicht, glaube ich nicht. Das war auch nicht vorgesehen. Aber ich habe keine Funktion gefunden, was einklang könnte. Jo. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, wie gesagt, dann werden wir morgen das Gerät auffüllen und zum Hof fahren. Ne? Der bekannte Wege. Und tschüss, und ciao und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, ich weiß nicht, morgen wieder. Ich bin da. Und hört sicherlich los. Tschüss, ciao. Ja, bis. Tschüss.